In der letzten Episode hatten wir es zunächst mit großem Hagel zu tun. Dafür sorgte diese nächtliche Superzelle. Am Folgetag ging es dann in den Norden von New Mexico. Dort konnten wir auf einem Plateau diese fantastische Superzelle genießen. Hier aus Delhart im Texas Panhandle. Wir haben heute den 28.05.2023 und wir sind hier im Hotel. Wie heißt denn das Vieh hier? Tom, wie heißt das Hotel? Sands Inn. Das Sands Inn in Delhart. Jawohl. Wir haben für heute einen Slight Risk, fahren jetzt gleich ein Stückchen Richtung Nord, ja, Richtung Norden und versuchen mal die Bundesstaaten Kansas, Oklahoma und Colorado abzugrasen, weil wir waren ja bis jetzt nur in Texas und New Mexico. Ja, dann steht ein Slight Risk an und zwar hier für dieses Gebiet. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier das nördliche Panhandle, das komplette Oklahoma Panhandle und Teile von Kansas und halt Colorado. Da soll es dann irgendwie auch auslösen an den Free States Zone, sage ich mal. Und das Ganze soll sich dann nach Südosten vorarbeiten. Das ist der Plan. Wir haben aktuell eine Tornadolinie, die nicht existent ist. Wir haben Wind mit 5% und die größte Gefahr ist heute Hagel 15%. Ne? Können organisierte Multizellen sein am Ende oder vielleicht die ein oder andere Superzelle, dann aber erst in den späten Abendstunden. Wir sind gespannt, machen uns jetzt hier fertig. Hier läuft noch die letzte Speicherkarte durch. Tom hat schon seine Sachen fertig gepackt. Dann geht's zum Walmart, ein bisschen was zu schmökern kaufen und dann geht's los mit dem Chasing. Yes, wir haben Bock. Jo ey. So, wir haben jetzt ausgecheckt vom Hotel und sind unterwegs zum United Supermarkt. Einen Walmart gibt's hier nicht, aber der ist genauso gut. Ja, United ist auch okay. Also von daher einmal kurz Verpflegung holen und dann geht's auch weiter Richtung Dreiländereck. Zu sein und sich den Traum zu erfüllen. Und ich glaube, die bereuen es nicht. Nee. Rave Michel, wann sehen wir einen Tornado? Also, wir hatten einen Tornado vor 4 Tagen. Und Kontakt! Da waren wir auch live. Ich glaube, der war aber nicht im Stream zu sehen. Der war wirklich nur sehr kurz am Boden. Videos, Stories haben wir auf jeden Fall bei Insta. Heute ist die Lage für Tornados nicht besonders gut. Es ist nicht ausgeschlossen, aber die Chance liegt bei unter 2%. Das muss ich hier mal so erwähnen. Wie man sich so einen schönen Stormchaser-Tag halt vorstellen kann. Ja, hören wir nochmal. Ja, Summer 04589. Ja, Summer ist ja auf jeden Fall bei uns auch Programm. Haben sitzt hier 79 Degrees, also so um die 25 Grad. Man sieht auch schon ein paar Quellungen Richtung Norden. Jetzt über den Horizont. Richtung Osten sieht man auch Quellungen. Hier ist richtig schöne satte Einstrahlung. Die Temperatur wird auf jeden Fall noch innerhalb der nächsten 2 Stunden ein bisschen weiter steigen. Ich denke mal so 83 Degrees sind hier drin. 27 Grad, 28 Grad, kann ich mir nachher vorstellen. Auch richtig schönes Sommerwetter. Wir sind jetzt hier an einem ganz besonderen Ort. Und zwar, ich befinde mich hier gerade in Oklahoma. Den Bundesstaat gibt es seit 1907. Und dieser Stein hier markiert einen ganz besonderen Punkt. Und zwar, hier treffen sich 3 Bundesstaaten. Mit meinem linken Fuß bleibe ich jetzt in Oklahoma, mit meinem rechten bin ich jetzt schon in Kansas. Mit meiner Hand wandere ich jetzt nach Colorado. Den gibt es seit 1876, den Bundesstaat. Kansas 1861 und Oklahoma 1907. Ich bin hier gerade in 3 Bundesstaaten gleichzeitig. 3 unterschiedliche Rechte. Jeder Bundesstaat hat sein eigenes Recht. Das heißt, ich muss jetzt wirklich gucken, was ich mache, weil jeder hat ja auch sein eigenes Gesetz. Nice! So, hier Richtung Nord-Nordost löst das erste Zellen aus, beziehungsweise erste große Türme gehen hoch. Auch sonst ein bisschen Cumulusbewölkung. Na, mal schauen. Ja, das ist noch nichts. Ich kann auch noch mal Zeit sein. Also fahren wir jetzt gar nicht mit Stone da, oder?
Schöner Overshooting-Top hier bei unserer Zelle. Ein Traum. Ja, unsere Zelle hier macht eine richtig gute Figur. Sieht sehr, sehr organisiert aus, auch auf dem Radar schön starke Reflektivitäten. Leider ist das Ganze circa eine Stunde von hier entfernt, und zwar Richtung Osten. Also wir fahren der Zelle hinterher. Gleichzeitig bildet sich aber hier auch bei uns in der Region immer mehr Cumuluswolken, und Richtung Nordwesten, knapp nördlich, also nordwestlich von uns, hat sich jetzt ebenfalls so ein kleiner Zeltcluster gebildet, und wir hoffen jetzt, dass der sich verstärkt. Wir waren jetzt kurz im Überlegen, hinterher zu fahren, hinter diese große Zelle, haben uns jetzt aber doch dagegen entschieden und konzentrieren uns jetzt auf die Zellen bei uns und hoffen, dass die jetzt wirklich sich gut entwickeln. Jo, wir sind jetzt hier etwas nördlich von Elkhart, ist das, ne? Ja, genau, in Kansas. Elkhart in Kansas reingefahren, und ja, hier etwas nordwestlich von uns sind die ersten kleinen Zellen ausgelöst. Ja, die Zelle hinter uns, die schwächelt gerade ein bisschen. Ne, die wollten wir eben noch anfahren, wäre aber jetzt gar nicht unsere Richtung gewesen. Der Aufwind, der ist mal noch schön zu sehen, ist aber deutlich kleiner geworden, und auch vom Radar her hat sich das Ganze jetzt abgeschwächt. Von daher, wir spekulieren jetzt da drauf, der Wind kommt hier aus Südosten, geht direkt in die Base rein, und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht gleich neuer Aufwind hochschießen wird. Ja, das wird schon. Ich hoffe, so wie berechnet. Ja, aber ich glaube, das heute ist eine Lage, die gut berechnet wurde von den Modellen. Guck mal, du hast hier überall Cumulus-Wolken, die Scherung stimmt trotzdem, ne? Da geht schon der nächste Turm hoch. Zuletzt hier keine gute Figur gemacht, hat sich gar nicht richtig entwickelt, wurde schnell Outflow-dominant. Ist jetzt so ein bisschen linienförmig, vielleicht kommt sie gleich noch mal ein bisschen in Fahrt. Aber ja, vorhin haben wir uns leider gegen diese östliche Zelle entschieden. Die lebt auch immer noch, die Superzelle. Hatte zeitweise auch eine richtig tiefe Wallcloud. Wir haben bei anderen Streamern auch mal geschaut. Ja, wir mit unserer Community waren jetzt hier bei dieser Zelle dran. Ja, ein bisschen Struktur hatten wir kurzzeitig, aber das Ganze ist, wie gesagt, viel zu schnell outflow-dominant geworden. Und jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Süden und schnappen uns die nächste Zelle, die dann hoffentlich wesentlich besser aussehen wird. So, wir sind jetzt hier immer noch am Chasen. Bis jetzt haben wir noch nicht besonders viel erlebt, außer eine outflow-dominante Zelle, die sich allerdings jetzt hier gerade hinter uns verstärkt. Hat auch eben gerade so eine kleine Böenfront gehabt. Die Zelle verlassen wir und steuern diese hier an, die ist südwestlich von uns. Und in 2,3 Kilometer musst du dann rechts abbiegen. Wir haben weitere Zellen, die hier lebt schon den ganzen Tag. Hat einen richtig schönen Aufwind. Und dann haben wir hier noch so eine neuere Auslöse, die auch einen richtig schönen Aufwind hat. Ja, die Aufwinde hier, wir haben hier schon ein paar kräftige Aufwinde auf jeden Fall. Mit der Outflow-Binary zusammengekracht. Genau bei Elkhart jetzt ist sie mit lila Kern. Ja gut, aber es ist halt auch nur eine Linie, ne? Ist nur eine Linie. Aber wir hätten trotzdem was Fettes gehabt hier. Ach, wie es oben jetzt echt stärker wird, ne? Ja. Ich hab's auch gerade wieder gesehen, Ja, das hat sich dann jetzt gemacht, ne? Die Base wurde größer, ja. Dann hat es so eine Böenfront ausgelöst. Ja, das haben wir noch gesehen. Böenfront. Sehe ich jetzt auch hier. Das ist hier, glaube ich, eine richtig fette Front. So, jetzt gibt es hier ein bisschen Action. Und zwar, wir haben hier zwei fette Superzellen südlich von uns. Eine ist Tornado bewarnt, und zwar hier die östliche. Wir haben hier eine weitere. Man sieht jetzt von Norden in die Mesozyklone rein. Wir sind immer noch am Livestream.
Tor muss gleich hier richtig seine Fastgates auspacken, weil es gleich richtig fett regnen und wahrscheinlich auch hageln wird. Ja, Rotationssignale sehen gut aus. Wallcloud scheint auch da zu sein. Ja, vielleicht kriegen wir doch noch einen Tornado. Oh ja, hier. Sieht gut aus auf dem Livestream. So sieht das gerade hier bei dem anderen Chaser aus. Schöne Meso. Ah. Aber keine engräumige Rotation gerade, leider. Nee. AJ, gönn dir. Was war sie eben kurz? Ja, es ging gerade auch schön spitz runter. Ja, ja, ich denke mal schon, dass wir letztendlich ist. Der Nascope hat ja auch da schon einiges an Rotation drin. Ja, bei euch irgendwo rein. Ich dachte, ich bin zu. Wir haben es ja aktuell mit zwei Superzellen zu tun. Ihr selbst steht an der östlichen Zelle. Werden uns jetzt aber wohl für die westliche Zelle positionieren. Problem ist halt aktuell, dass die östliche Zelle schon ein bisschen älter ist und der Aufwindbereich der östlichen Zelle hat Struggle mit dem FFD, also dem Abwindbereich der westlichen Zelle, die wiederum frisch hochgegangen ist. Die westliche hat sich zuletzt gut entwickelt. Wir hoffen jetzt, dass sie nochmal einen richtigen Schub kriegt. Ja, das Kuriose ist heute auf jeden Fall, dass die Zellen eher in nördliche, nordöstliche Richtung ziehen, zumindest jetzt diese zwei Superzellen. Gleichzeitig kommt aber auch aus dem Nordwesten eine Gewitterlinie, wo wir vorhin dran waren, auf uns zu. Die werden wahrscheinlich in einer Stunde wahrscheinlich auch kollidieren, diese zwei Systeme. Oh, wir sind jetzt am neuen Spot angekommen und der ist... Wo sind wir, Jascha? Der ist richtig nice. Wir haben jetzt hier direkt vor uns eine Wall Cloud. Schaut mal, wir stehen hier südlich von Texoma, wieder im Texas Panhandle. Und wir haben jetzt hier eine neue Tornado-Warnung, denn hier hat sich jetzt ein Hook-Echo gebildet. Von hier kommt der RFD direkt vor uns, drückt hier einmal rum und hier haben wir die Wall Cloud, genau nördlich von uns. Ne? Wir gucken jetzt wirklich genau rein. Wir haben gleich auch die Möglichkeit, rein theoretisch noch weiter nach Westen zu fahren und dann noch mal ein Stückchen nach Norden. Wir bleiben aber kurz erstmal hier stehen, haben eine gute Sicht. Die Straße würde sonst dort hinten lang gehen. Ne? Das geht dann natürlich auch. Jo, mal gucken, ob es schmeißt. Ey. Hoffentlich. Wallcloud zeigen, man sieht nur den RFD. Hä? Hier? Achso, das ist die Wall. Ah, okay. Ich dachte, weiter rechts wäre noch was tieferes. Nee, das ist tiefer. Okay. Ja, hier bist du. Jo. Jo, nice. Schwenken wir nach rechts vorn mit der Kamera ein kleines Stück. Hier, jetzt. Alter, wie schon wieder so ein Monster wird. Guck doch mal, wie robust es ist. Ja, wie der Aufwind auch nach links senkrecht hoch geht, oder? Ja, links, links! Ja, Tornado! Oh mein Gott! Runter! Was ist das, Digga? Oh mein Gott! Ja, wir sehen dir! Da ist er! Oh mein Gott! Ich bin hier am Rad! Ich hab's
hoch, pass mal auf. Alter, was passiert hier schon wieder? Der bleibt hier rechts im Motor und dreht sich auch voll ein. Ach, hier, Dings hatten auch. Dings hatten auch. Yo, yo, yo. Nice. Hello. Oh mein Gott. Thor hat ein gutes Gefühl gehabt, würde ich mal sagen. Oh, Alter, wie ist voll. Alter, geiler Tornado. Wenn ist zu weit weg noch, ne? Das ist da, Junge! Ja, ist am Boden! Wie sie auch noch gesagt haben, lass näher ranfahren. Jo. Alter, was passiert hier schon wieder? Hat er mal eben geschmissen, ey. Ich glaub's nicht. Jo. Sieht nach einem F2 aus. Das sieht nach einem F2 aus. Ja, das ist halt. Der Torben, der erkennt die Stärke anhand des Tornados, ne? Er wusste auch, dass er schmeißt. Er hat schon gesagt, er schmeißt und dann weiß er auch, welche Stärke der hat. Alter, geil. Ja, das übelst das Hook-Echo, guck mal. Rechts, das wird neu abgelöst. Ja. Rechts. Das wird die neue Wall. Ja, die rechte Wallcloud hätte ich auch schon am Boden. Ja, da kommt er wieder. Das ist am Boden. Nix, Alex, wenn der zum Boden ist. Guckt euch diesen Schlauch an. Jo. Aber wir legen uns auch nicht mehr in den Sample. Ja, ja, ja. Also, ich krieg einen Film. Muss ich auch zusammen kneifen, dann kann das passieren. Ja. Hier sind wir noch relativ gut. Ja, ja, ja. Da regnet es drin. Boah, was ist das denn für eine Wallcloud? Ich muss es auch nicht zeigen. Ich schwenk doch mal ein bisschen nach rechts, bitte. Ah, also links ist weg. Links ist weg. Links ist weg, ist gut. Mann, wie komm ich da hin? Ja, ja, Freund, das ist der RFD. Wie gesagt, das hier vorne ist jetzt die Main Rotation. Ja. Oh mein Gott, mit dem Windrad da im Hintergrund. Junge, ist ja so ein. Das ist ja so geil. Wir stehen jetzt hier etwas südlich von Stratford und hatten hier gerade einen Tornado. Nördlich von uns ist die Hauptrotation an der Wall Cloud. Die zieht jetzt ein bisschen weiter Richtung Stratford. Wir werden jetzt gleich nochmal südlich auf die Hauptstraße fahren und dann den Highway von Süden Richtung Stratford fahren, damit wir an dieser Wall Cloud bleiben. Wahnsinn. So, Tornado, check. We'll be right back.
Übelstes Schiff. Übelstes Schiff. Guck mal, jetzt stehen sich oben auch die Aufwinde mehr raus. Jetzt, ja, ja. Auf der linken Seite. Oh. Das ist schon wieder das übelste ja. Schiff. Wir gucken gerade einen Tornado. Ja. Seht ihr das in der Mitte? Ja. Ihr seid auf. Stimmt, Funnel. Jo. So, wir stehen jetzt hier ein kleines Stückchen nordöstlich von Cactus hier in Texas. Sind noch mal ein Stückchen nach Südosten gefahren und ja, haben jetzt hier die Mesozyklone, die sich mehr und mehr zu einer Linie umwandelt. Wir haben jetzt hier gerade noch mal einen Zeittreffer. Ja, zweimal hatten wir auf jeden Fall einen Tornado. War auf jeden Fall ein geiles Ding, ne? Zelle dran. Setze uns hier gerade wieder so ein bisschen davor. Wir haben hier hinter Torben die Hauptrotation. Man sieht es da hinten. Dort laufen die Winde eng zusammen. Wir sind hier im AFD-Bereich. Weiter Richtung Osten haben wir dann den Inflow. Weg weiter Richtung Süden, Richtung Amarillo, und hinter uns ist jetzt bereits eine fette Shelf Cloud, für die positionieren wir uns hier gleich. Ja, und vor uns sieht man die Zellen flackern, den Aufwind so ein bisschen, den Eisschirm, man sieht immer wieder die Blitze dort hinten, die sind aber noch 200-300 Kilometer südlicher. Wir positionieren uns jetzt gleich für die Shelf Cloud, fahren dann irgendwo rechts rein und dann werden wir das Monster hier fotografieren. Hinter uns flackert es auch wie blöd. Ja, nice. Das ganze System hinter mir ist jetzt outflow-dominant. Das bedeutet, der kalte Wind aus dem Gewittersystem strömt unten raus. Ja. Wir haben zwar oben, wo hier die Shelf Cloud ist, da haben wir zwar immer noch die warmen Luftmassen, die reinströmen. Und aufgrund dessen, dass halt diese beiden Luftmassen miteinander interagieren, die kalte und die warme Luft, haben wir halt diese schöne Shelf Cloud-Bildung. Die ist jetzt allerdings auch schon direkt über uns, die Shelf Cloud. Das heißt, wir müssen uns jetzt gleich wieder ein Stückchen davor setzen, sonst sehen wir hier nur noch Waves mal auf. Jo, wir stehen jetzt hier nochmal vor der Shelf Cloud nördlich von Amarillo und lassen uns nochmal von dieser Shelf Cloud überrollen, machen schöne Timelapse-Aufnahmen, sofern das halt möglich ist. Wir stehen hier direkt am Highway. Hier ist es schön windstill, die Shelf Cloud kommt so langsam, das Ganze schwächt sich ab, hat keine Severe-Mahnung mehr. Ich denke mal, wir lassen uns gleich noch überrollen, aber das werden wir wahrscheinlich machen in der Fahrt nach Norden wieder.
bespreche ich halt jetzt mal mit Jascha, was wir jetzt machen. Jo. Also das hier ist dann Richtung Westen, das Richtung Osten. Im Süden haben wir hier Amarillo, das ist schon der Lichtkegel. Da sieht man auch schon die Sterne hier, schöne Ölpumpe. Und Richtung Norden, da haben wir das Unwetter. Wir fahren jetzt wieder Richtung Dumas, Richtung Norden. Dort suchen wir uns ein Hotel, fahren jetzt gleich durch den Kern. Da wird es wahrscheinlich noch mal ein bisschen ruppig. Vielleicht ein paar Nacheinschläge, wenn wir Glück haben. Und auf jeden Fall Wind ist drin. So, wir machen jetzt hier ganz professionell Zeitlupenaufnahmen. Ganz professionell mit dem Smartphone? Ja, mit dem Google Pixel 7 Pro. Das geht super. Mit 240 Frames pro Sekunde. Und dann machen wir immer so kleine Clips. Und hoffen dann, dass einfach mal ein Blitz auftaucht. Also nicht nur ein Flackern, sondern einfach wirklich ein Kanal, den man sieht. Ob es jetzt ein Erdblitz ist oder halt ein Quader oder ein Wolkenblitz, wo man einen Kanal sieht, das ist egal. Hauptsache man sieht einen Kanal, den man einen schönen Zeitlupe hat. So, Freunde der Nacht, wir haben jetzt hier einmal eingecheckt in Zimmer 220. Tom ist schon fleißig dabei, das Equipment auf Festplatte zu bannen. Mir fehlen die Worte. Ich bin richtig, richtig müde mittlerweile. Der Stream ist auch noch kurz da. Der steht da vorne auf dem Nachttisch. Ich muss jetzt hier auch noch mal schnell zusehen, dass ich meine Sachen fertig mache. Dann geht's in die Haia, morgen geht's raus. Ich denke mal so gegen 10 ist aufstehen, gegen 11 müssen wir losfahren, 11:30 dann ins Zielgebiet fahren. Und Plan ist dann, dass wir so gegen 16, 17 Uhr erste Gewitter haben, irgendwo an der Kansas-Colorado-Border. Das wäre schön. Und dann machen wir auf jeden Fall nochmal einen richtig schönen Chasing-Tag mit der Community, mit den Dudes und dann geht's los. Gute Nacht. So, moin moin, wir haben heute den 29.05.2023. Wir sind hier in Dumas in Texas Panhandle gerade unterwegs. Circa hier ist so eine Amerika-Karte. Schaut mal, wir sind circa hier ganz oben. Wir müssen jetzt heute echt überlegen, was wir machen. Wir haben nämlich nur Marginal und das ist weiter nördlich. Leider sind die Zähne, die dort geproppt sind, gar nicht mal so geil. Jetzt müssen wir überlegen, was wir machen. Vielleicht darauf spekulieren, dass wir hier im Süden bleiben und da eine Zelle hochgeht. Vielleicht fahren wir doch noch ein kleines Stückchen nach Norden. Das müssen wir jetzt gleich mal Tom und ich besprechen, was wir da machen. Wir gehen auf jeden Fall erstmal einkaufen. Bis dahin gibt es schon mal einen neuen HRR. Vielleicht sieht der dann da irgendwas anderes. Höchstwahrscheinlich sind wir dann noch nur wie die anderen Läufe im Norden zählen und wir müssen Richtung Norden, um ein paar Thunderstorms zu kriegen. Jo. Weil mehr geht halt nicht. Im Süden wird keine geprockt. Und die nächsten zwei Wochen in Deutschland geht ja auch nichts. Ne? Also wir sind ja jetzt auf Thunderstorms irgendwie angewiesen. Wir sind jetzt hier auf dem Weg Richtung Norden. Fahren jetzt hier gerade durch Oklahoma, wieder dieses kleine Panhandle-Stück. Richtung Boy City sind wir gerade unterwegs. Twitch ist auch am Start, aktuell mit 105 Zuschauern. Und Richtung Nordwesten haben wir jetzt hier so erste Quellungen, vermehrte Quellung. Wir fahren jetzt noch ein Stückchen nach Norden, etwa anderthalb Stunden, Richtung Lamar in Colorado. Und hoffen dann dort später auf Thunderstorms. Ja, hoffen wir auf jeden Fall.
wir waren gerade tanken und müssen gleich nochmal tanken, weil der Thorsten leider nur 20 Dollar irgendwie freigeschaltet hat. Das ist natürlich deutlich zu wenig. Dementsprechend haben wir die Tankanzeige, die immer noch irgendwie halb leer ist. Da muss er natürlich schon tiefer in die Tasche greifen. Mit dem 20 kommst du hier nicht weit. Oh, da freut sich der Thorsten. Jetzt geht's hier los. Ja, hol dir noch einen Hotdog. Los geht's. Frischen Hotdog. Guck mal, vielleicht hast du hier so einen Hotdog mit so Chili. Ja, das ist mega. Also wenn es den gibt, dann muss ich euch unbedingt empfehlen. So, und hier sind wir wieder bei der Tankstelle. Wir nehmen jetzt jede Tankstelle bis La Mar mit. Danke, auch schnell. Machst du nochmal 20 Euro, Thorsten? Probier also 50, mir ist wurscht. Mach deinen leichten Ansatz. Ich bin mit 98, 99 gestartet. 101 wiege ich bestimmt nach der USA. Ich krieg's auch nicht hin, dass ich wieder mein Sixpack kriege. Ne? Das ist echt ätzend. So Orte hier. Hier zum Beispiel in Colorado, die gefallen mir richtig, richtig gut. Wir haben ein übelstes Lost Place, ja. Und ich habe halt immer so eine Geschichte im Kopf, ne, was hier mal passiert sein könnte, wer hier mal gewohnt haben könnte oder gewohnt hat. Ja, vielleicht so eine kleine Familie, die sich wirklich hier ihr Zuhause aufgebaut hat. Auch dieses Haus, schaut euch mal an, wie idyllisch das aussieht. Mit diesen Bäumen da drumherum, richtig klein, richtig gemütlich, genau wie diese Hütte. Dann haben sie ja vielleicht irgendwie ein bisschen Vieh auf der Wiese gehabt, vielleicht so ein bisschen selbstversorgermäßig. Also guckt euch mal bitte diese Weiten hier an. Ne? Guckt euch mal bitte diese Landschaft hier an, wie unfassbar schön, wie unfassbar ruhig alles ist. Ne? Gefällt mir richtig gut und ich mag einfach diese Spots. Ja. Ja. Die springt hier gleich raus, ey. Die macht sich rein. Ja, die springt aber nicht rein. Und unser Schauer hat sich jetzt hier schön aufgelöst. Ist schon geil. Hat sich aufgelöst, hat keinen Niederschlag mehr. Hier aus Westen kommen jetzt neue Schauer heran. Sieht man die Eisschirme? Yes. Wahrscheinlich kriegen wir gleich noch eine schöne Nachtshow. Wir haben jetzt hier ein Handtuch auf die Windschutzscheibe geklebt, einfach damit die Sonne jetzt nicht so aufs Handy scheint. Das war nämlich schon wieder komplett heiß. So, wir packen jetzt unsere Sachen zusammen und fahren Richtung Osten, denn wir haben jetzt hier weitere Gewitter, die heranziehen. Und Richtung Osten haben wir hier auch richtig schöne Quellungen und die Zelle steuern wir an. Wir sind immer noch bei Twitch Online, jetzt mit 123 Zuschauern hatten wir jetzt gerade richtig nette Gespräche. In der Zeit haben Torben, Max und Thorsten eine Schlange gefunden, die sie auch gefilmt und fotografiert haben. Sah ganz gut aus. Torben, zeig mal her. So sah das Ding aus. Ja, sah schon nicht schlecht aus. Da haben wir jetzt auch Videoaufnahmen und Fotos von. Ja. Schick das bitte gleich mal in die Gruppe und zeig das auch mal kurz dem Chat. Hier, Chat, so sah die aus. Ja, richtig geiler Spot. Hier hinten blitzt es immer mal wieder. In dieser Zelle. Oh, da links hat es jetzt auch geblitzt hier in dem Bereich. Hier schön Lost Place. Meine Kamera habe ich jetzt hier ein bisschen verstellt. Hier stehen zwei weitere Kameras. Ja, hier gibt es auch ein Lost Place. Sieht auch schon richtig lange nicht bewohnt aus. Wahrscheinlich auch so 15 Jahre. Richtig schönes Haus, war mal richtig stolz. Ja, und jetzt sieht es halt so aus, ne? Guckt euch das hier mal an. Da geht's rein. Schon ein bisschen gruselig, ne? Das wollte ich auch mal machen hier. Hier der Eingangsbereich. Hallo? Okay. Spannend, ne? Oh, guck mal, da geht die Treppe hoch. Oh, hier ist Heu gelagert. Wahnsinn. Oh, hier die alte Lampe. Ja, so sieht es draußen aus.
Was ist das hier? Ein alter Fernseher oder so? Ich stehe nämlich hier im ersten Stock. Das ist das Dach. Noch so richtig schön alt mit Holzschindeln. Ja, richtig schön hier, ne? Leute, jetzt hier noch mal ein kleines Update. Das wird ja einer unserer letzten Stürme sein für diese Reise in die USA. Wir haben jetzt hier die Zelle direkt westlich von uns und es dauerflackert wirklich hier. Wir haben auch immer wieder schöne Erdblitzentladungen. Wir sind immer noch dabei, einen Zeitraffer zu machen. Wir genießen jetzt hier einfach die Show im Auto. Der Livestream ist dabei von Twitch. Und so langsam heißt es Abschied nehmen. Wir müssen heute noch ein Stückchen Richtung Dallas fahren. Morgen geht unser Flug. Und dann heißt es Bye-bye für ein Jahr. Und dann sehen wir uns wieder. Aber jetzt heißt es einfach nur genießen. Die Stimmung, die Grillen, hier an so einem schönen Lost Place. So, noch schnell im Hotel eingecheckt. Ach, 4 Uhr morgens, wir müssen uns ganz schnell hinhauen. Morgen geht's zurück auf den Heimweg Richtung Dallas. Ruhig zu. So, ein letztes Mal hier Koffer packen. Da kommt noch mal der Logistiker durch, damit das hier alles schön einwandfrei und ordentlich ist. Tippitoppi. Yes. Guck mal, Max, das ist ein anständiger Beruf. Ja. Vorsicht. Unser letzter Roadtrip hat jetzt begonnen. Wir sind unterwegs von Amarillo nach Dallas-Fort Worth zum International Airport. Wir brauchen jetzt so gute 5,5 Stunden, fast 600 Kilometer. Haben jetzt so ein bisschen Zeit, die unfassbar geile Zeit, die letzten 2 Wochen noch mal so ein bisschen zu reflektieren. Unterhalten uns jetzt noch so ein bisschen darüber, was wir erlebt haben. Und dann geht's heute Abend wieder nach Deutschland. Good old Germany. Also Max. Ja. Erzähl mal, wie war die Reise? Es war mega. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen, den ich mir schon seit langem gewünscht habe. Das erste Mal in der USA, das erste Mal mit meinem Lieblings-Stormchasing-Team. Das erste Mal solche Unwetter erlebt. Mein Leben lang habe ich schon sowas geträumt, solche Unwetter direkt persönlich vor mir zu sehen, und das war eine unfassbar geile Reise, vor allem in den ersten 2 Tagen, mir schon richtig ab, damit habe ich nie gerechnet. Es war einfach eine unglaublich geile Erfahrung für mich. Also an jeden, der das Thema Stormchasing liebt, der Gewitter liebt, der Unwetter liebt, alles was damit zu tun hat, geht mit den oder bucht euch eine Tour bei den Unwetterjägern. USA, das Team hat mega drauf. Eine Reise in die USA ist ganz anders als in Deutschland. Diese Unwetterlagen kannst du nicht vergleichen. Das ist ein ganz anderes Level in der USA.
würde so gerne hier bleiben. Auch nächstes Jahr. Ich würde jedes Jahr würde ich auch versuchen, wieder in die USA zu fliegen. Einfach nur wegen diesen atemberaubenden Unwettern. Mich hat das so geflasht. Ein Traum für mich ist in Erfüllung gegangen. Also meiner Meinung nach ist das das geilste Wetterphänomen, was es gibt. Es ist so interessant. Ich würde das jedes Jahr aufs Neue wieder machen, wenn ich könnte. Ja. Also wie gesagt, man hat natürlich auch einen Teilnehmer, den man vorher nicht kennt. Und ich muss dazu sagen, in 2 Wochen sind wir alle ein bisschen ans Herz gewachsen. Ne? Also ich habe alle ein bisschen ins Herz geschlossen, die Leute. Wir haben es ja vorher nicht wirklich gesehen. Wir hatten mal kurz Videos Telefonie gemacht. Ja, per WhatsApp-Video, da geht das ja alles. Und in den 2 Wochen hat man sich auch ein bisschen kennen. Und es gab keine Reibereien. Wir waren immer eigentlich einig. Ne? Es gab keinen Stress, weder mit dem Essen noch bei den Hotels. Das hat mir auch gut gefallen. Wir haben uns mal mit Vertrag. Und das ist natürlich auch eine super Sache. Ja. Man bucht ja mit einem Paket. Ja? Das beinhaltet mehrere Inhaltsstoffe, jetzt bloß nicht bloß Bücher, sondern auch Lehrmaterial in Form von Videos und Fotos und so weiter und so fort. Da wird das nochmal genau erklärt, auf was man hier überhaupt geht. Also was sind Stürme, was sind Superzellen, was ist das überhaupt? Die meisten wissen ja gar nicht, die Sachen Gewitter am Himmel, alles cool. Ja, also wie gesagt, das Paket ist inklusive. Und alleine schon das Wissen sich anzueignen. Jeder, der Interesse hat an sowas, sollte sich das mal reinziehen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Max hat auch schon viel gelernt. Ja, so viel habe ich in meinem Leben noch nie gelernt. Und vor allem erzählen wir das ja auch immer, wenn wir davor stehen. So, Friendly People, wir sind wieder am Start. Und zwar jetzt hier live bei Twitch. Aus Germany. Wir sind wieder am Lande in Germany. Wer Bock hat vorbeizukommen, möge vorbeikommen. Bis gleich. Lange Heimfahrt mit euch. Ja, ist so.